Fröni Britt, wie ist Spitex der ganze Land heute organisiert und aufgestellt? Wir sind auf 3 Filialen organisiert, das heisst in der Mitte, in Sargans, wo auch Geschäftsstelle ist. Und dann in Bad Ragaz ist Filiale, sagen wir, nicht der Stützpunkt. Die sind für Tamminental und für Ragaz zuständig, hier in Flums für den Raum Wallensee, also Wallenstadt, Quarta und Flums. Und hier oben in Sargans ist es Filterswangs, Sargans und Mils. Wir sind in verschiedenen Fachteams unterwegs. Ein Fachteam Psychiatrie ist etwas, das nicht jede Spitex hat. Bei uns gibt es das mit 6 Personen, die sich um die psychisch kranken Menschen, die daheim leben, kümmern. Dann haben wir ein Team Hauswirtschaft und Betreuung. Das machen wir ergänzend zu der Prosenektute auch, die ja diesen Raum auch bedient. Und wir haben vor allem die hauswirtschaftlichen Einsätze im Zusammenhang mit der Pflege. Dann sind somatische Teams auf jeder Filiale. Da sind wir kleinere Teams geworden, wir haben die geteilt, dass man auch in kleineren Einheiten in einer besseren Konstanz unsere Klientel betreuen und pflegen kann. Was wir auch sind, unser Kader ist langjährig. Wir haben die Ausbildung, die einen grossen Wert natürlich hat, die auch mit fixen Personen besetzt sind, die die Begleitungen machen. Was unsere Spezialität ist, ist der Lotsendienst. Der Lotsendienst macht die Eintrittsplanung zur Spitex. Man kann sich vorstellen, dass sie die ersten Abklärenden sind, die ersten, die reingehen in einen Haushalt, nachdem dass jemand heimkommt, aber manchmal auch schon im Spital sind und im Spital an den runden Tisch gehen, um zu klären, wie schnell und wie gut kann man jemanden heimnehmen kann, dass die Schnittstelle zur Spitex und zu Hause gut bedient ist. Das ist ein hoher Anspruch und das ist auch etwas, was sich sehr bewährt hat bei uns. Jetzt, der Preis kommt vor allem über die Ausbildung. Was für einen Stellenwert hat die Ausbildung jetzt für dich als Geschäftsführerin? Immer einen sehr grossen gehabt. Auch eigentlich seit der Fusion 2012, da haben wir schon ausgebildeten Teil von diesen kleinen Betrieben auch. Und für uns ist das eigentlich, wir schöpfen von dem Personal, das wir auch selber ausbilden. Also das Interesse, dass wir gut ausbilden und dass wir so ausbilden, dass wir Menschen haben, die immer noch glücklich sind, wenn sie fertig ausgebildet sind und dann gerne im Beruf weiterarbeiten. Das war so das Ziel. Und das ist uns ganz wichtig. Es war uns auch wichtig, dass wir Menschen aus Studien- oder Lehrabbrüchen übernommen haben. Das ist ein Sondereffort, das dann abverlangt. Man braucht mehr zu investieren, aber es kommt ganz viel Gutes auch zurück. Und viele von denen haben wir jetzt heute im Betrieb angestellt und das sehen wir als unseren Erfolg. Wenn du jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schaust, wie siehst du die Zukunft der Spitex im ganzen Land? Gut. Wir sind jetzt in einer neuen Leistungsvereinbarung, kurz vor Abschluss mit den Gemeinden. Wir haben natürlich jetzt aufgrund auch von dieser Situation mit Covid-19 haben wir ganz viel mehr Arbeit bekommen. Wir sind in einer engeren Zusammenarbeit mit der Langzeitpflege, auch im Austausch dann mit den Lernenden und Studierenden. Wir sind auch bezüglich Ausbildung daran interessiert, dass die Langzeitpflege auch dort mit dem Ausbildungsverbund stark ist und wir beteiligen uns dabei. Wir wollen auch unterstützend wirken. Auch als Betrieb, Spitex, denke ich mir, also die Langzeitpflege hat einen grossen Wert und wird es immer behalten. Aber jetzt denke ich, kommt eine Generation, die noch mehr wird auf Spitex-Leistungen zurückgreifen will. Sonja Vidal, du bist zuständig für die Ausbildung. Wie viele Auszubildende haben wir jetzt im Moment bei euch? Also im Moment aktuell bilden wir 17 junge Leute aus. Darunter sind Fachfrau, Fachmänner Gesundheit und Studierende HF. Und wir kriegen auch immer wieder mal Lehrabbrecher. Aktuell sind gerade 2 dazugekommen. Dann sind wir auch noch, bieten wir noch Praktikumsstellen für Langzeitpflegeinstitutionen. Und wie läuft denn die Ausbildung bei euch ab im Pflegebereich? Also die Ausbildung ist sehr, sehr unterschiedlich bei uns. Also mal schon von den Studierenden HF und von den Fachpersonen Gesundheit. Wenn ich jetzt so von den frischen Neuanfänger reden. Mhm. Also die kommen gerade aus der Schule. Die Grundbildung dauert 3 Jahre. Und der Schwerpunkt bei uns ist natürlich Pflege daheim.
Also wir gehen zu den Leuten pflegen und betreuen. Und das fordert natürlich sehr, sehr intensive Begleitungen mit den Lernenden und Betreuung, bis sie sicher sind und dort auch allein mal hergehen können und pflegen. Jetzt hast du tagtäglich mit den jungen Menschen zu tun. Was sind die Herausforderungen bei den Lernenden? Also eine grosse Herausforderung, finde ich, ist, dass so viele Lernende und Studierende jedem Einzelnen individuell dort Hilfe anbieten zu können und unterstützen, das zu spüren, wo ist es notwendig. Ja, da ist man sehr herausgefordert. Auch der Unterschied zwischen Fachpersonen Gesundheit und Studierende HF, der abzugrenzen, weil Fachpersonen Gesundheit darf man in dem Moment nicht überfordern mit dem Fachwissen, abfragen und in der Ausbildung überhaupt. Haben Sie genug Bewerbungen, genug Interessentinnen und Interessenten für die Ausbildung? Also wir haben überhaupt keinen Mangel an Bewerbungen. Es kommen so viele Bewerbungen und Anfragen, auch telefonische Anfragen. Da haben wir gar kein Problem. Und das Auswahlverfahren, das noch könntest du ein bisschen beschreiben bei euch? Ja, also wenn Bewerbungen reinkommen, dann gewöhnlich haben viele schon geschnuppert bei uns oder mal einen Einblick während der Schulzeit gehabt. Dann werden sie nochmal eingeladen, auch für ein Gespräch dazu, werden von Berufsbilderinnen von mir intensiv also mal begleitet, beobachtet. Wir schauen auch darauf, wie ist der Umgang mit den Klienten, sind sie offen, haben sie Freude am Beruf, ist es wirklich ein Traumberuf. Man findet das im Gespräch gut raus. Ja, und dann in dem Moment besprechen wir das untereinander, unter den Berufsbildnerinnen. Teilweise, wenn wir Mühe haben, nehmen wir noch Geschäftsleitung dazu zum Beraten. Und ja, dann läuft das Selektionsverfahren. Wir gehen das. Spitex ist da. Ja. Grüezi. Gut. Ja. Geht's so? Ja, so tipptopp. Sehr gut. Ja, ja. Ring 4. Der Stich. 4,2 ist dein Wert. Ja, das ist aber schief.